Nein, aber ich frage um die klinischen Zeichen. Also es gibt drei Ach so, ja, klinische okay. Symptome, die die Patienten haben, und das ist nur 10% der Patienten haben das. Okay, ich glaube, das ist dann. Warte mal. Ich kann mich daran erinnern. Okay, weiß jemand? Also die Symptome, die Patienten haben, wenn Ja. HTVT? Ja. Also es ist geschwollen in einem, wie sagt man, in einem Bein. Auch, dass es, wie sagt man, also alle Signale von Schwollen, also warm, rot, etc. Und auch, wir müssen fragen, ob sie Atemprobleme haben. Also das kann auch sein für Thrombose, pulmonare Thrombose. Und was noch könnte auch sein? Also diese Schmerzen, das bleibt so am dass es ist mehr, wenn es ist stärker, wenn man läuft oder also sich bewegt. Und oh, es gab noch zwei wichtige. Ich kann nicht mehr dran erinnern. Ja, also diese alle sind Zeichen. Es gibt eine typische Trias und wenn man das sieht, Also muss diese man. Bischof-Triade oder was heißt Nein, das ist die Dissoziieren. Risikofaktoren, um TVT zu haben. Aber die klassische Trias dafür ist, wenn man Schwellung, dumpfer Schmerz und Zyanose in einem Bein hat. Das ist ja Oder noch so, ja. eine Extremität, weil es auch in den Armen Ja. kommen kann. Okay. Okay, dann kann jemand die Wirtschaftstrias vorstellen? Elena? Wir hören dich nicht. Kannst du mich hören? Ja, ich Ja. habe jetzt. Also ich habe gesagt, dass heute mein erster Tag ist und ich weiß nicht, wie hier alles funktioniert. Deswegen bin ich ein bisschen verloren hier. Okay, keine Sorge. Okay. Laura Rodriguez? Also, es ist Veränderung von Blutstrom, also Verlangsamung eigentlich. Ja. Veränderung von Gefäßinnenwand und Veränderung von etwas anderes, also Blut, etwas, aber. Okay, es ist eine Blutgerinnungsstörung, eine Verletzung vom Endothel oder Postia, von der Adern oder Venenband und Stase oder Blutstromungsstörung. Ja. Ja, und welche ist die häufigste Komplikation? Anna Imboli. Genau. Ja. Okay, das waren die Fragen. Okay, super, vielen Dank. Also, wie gesagt, herzlich willkommen für diejenigen, die neue hier in dieser Gruppe sind. Ich glaube, wäre gut, wenn wir ein bisschen von dem Ablauf erklären würden. Also in dieser Gruppe müssen wir erst einmal, genau wie ihr schon gesehen habt, müssen wir ein paar Fragen stellen über das letzte Zimmer. In diesem Fall war TVT, tiefe Venenthrombose, tiefe. Ja, Genau. Beinvenenthrombose. Ja, danke. Genau, und danach. Diejenigen, die ein Thema vorstellen müssen, sie müssen ein
Fall oder in diesem Fall ein Fallgespräch vorstellen und darüber sprechen. Weil die Hauptziel von dieser Gruppe ist natürlich die Fachsprachprüfung. So, lass uns beginnen. Ich werde meine Bildschirm teilen. Könnt ihr meinen Bildschirm anschauen? Ja. Okay, super. Heute Tag der Fachsprachprüfung. Wir werden heute über einen Fall, ich werde nicht sagen, welcher Fall. Erst einmal beginnen wir mit einem, genau wie ein Beispiel von einem Anamnesegespräch. So, warten Sie kurz. Guten Tag. Hallo, Nina Colette ist mein Name. Ich bin als Assistenzärztin hier auf dieser Station tätig und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, sehr gerne. Könnt ihr gut hören? Ja, das ist okay. Ja. Okay. Prima. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann auch direkt zu Ihren Beschwerden übergehen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte ein Zeichen, dann machen wir eine kurze Pause, okay? Das mache ich, ja. Prima. Wie heißen Sie? Ich heiße Pauline Breitner. Mhm. Frau Breitner, wann sind Sie geboren? Am 1. Februar 1963. Okay. Wie groß sind Sie? 1,70. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich habe mich schon lange nicht mehr gewogen. Das letzte Mal war es aber, glaube ich, 67 Kilo. Okay. Frau Breitner, wer ist denn Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Das ist die Frau Dr. Scherb. Können Sie mir das bitte einmal kurz buchstabieren? Ja, das ist S-C-H-E-R-F. E-R-F, alles klar. Wunderbar, danke schön. Frau Breitner, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe plötzlich so Brustschmerzen bekommen. Plötzlich gestern beim Sitzen vor dem Fernseher. Ich kenne die Schmerzen zwar von früher, ich hatte sie schon ab und zu mal, allerdings, wenn ich mich etwas angestrengt habe, zum Beispiel beim Treppensteigen oder wenn ich etwas schneller gelaufen bin oder etwas Schweres getragen habe. Und gestern Abend war es zum ersten Mal so, dass ich sie bekommen habe, während ich einfach vor dem Fernseher war. Und mich gar nicht heute immer noch. Deswegen dachte ich, komme ich mal zu Ihnen und lasse das untersuchen, sicherheitshalber. Das haben Sie sehr gut entschieden. Frau Breitner, die Schmerzintensität, wenn wir die an einer Schmerzskala messen würden, wenn die 1 ganz leichte Schmerzen darstellt und die 10 sehr starke Schmerzen, wo würden Sie Ihre Schmerzen derzeit einschätzen? Dann würde ich sagen, die liegen aktuell so bei 6. Bei einer 6, jetzt im Ruhezustand? Genau. Und wie wird es, wenn Sie sich bewegen, wird es intensiver oder etwas besser? Das wird auf jeden Fall intensiver, ja. Okay. Wo genau ist denn der Schmerz? Sie haben jetzt gesagt, in der Brust. Können Sie mir das einmal zeigen, wo sich der Schmerz in der Brust befindet? Ja, so mittig, würde ich sagen. Okay. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Das nicht. Die fühlen sich eher so einengend an. Also ich fühle mich so ein bisschen, ich fühle so ein Engelgefühl in der Brust und wir sind eher dumpf und drückend. Dumpf und drückend, okay, super. Genau. Dankeschön.
Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Haben Sie seitdem Kopfschmerzen oder ist Ihnen übel geworden? Ich beobachte tatsächlich, dass mir in letzter Zeit oft übel wird. So seit 2 Wochen, würde ich sagen. Und auch nachts habe ich so ein Herzklopfen. Ich kann schwer einschlafen und spüre dann oft ein Herzklopfen. Okay, kurz zur Übelkeit. Mussten Sie sich auch übergeben? Nein, das nicht. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Es ist mir so ein bisschen unwohl im Bauch. Mhm. Und das Herzklopfen, fühlt sich das an wie so ein Pochen oder eher wie so ein Holpern oder Stolpern des Herzens? Schon wie ein Pochen eher. Mhm. Okay. Frau Breitner, gibt es Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, ich leide an Bluthochdruck. Mhm. Schon seit 10 Jahren. Okay. Und ich habe auch eine Niereninsuffizienz. Okay. Nehmen Sie Medikamente dagegen ein? Nein, ich nehme aktuell keine Medikamente, aber ich besuche schon oft meine Hausärztin und Plastikerin regelmäßig. Okay, prima. Das heißt, es gibt gar keine Medikamente, die Sie regelmäßig oder ab und zu einnehmen? Nein, das nicht. Okay, gut. Wurden Sie denn schon mal operiert? Ich wurde schon mal operiert, allerdings als Kind. Okay. Wir wurden meine Mandeln entfernt mit 7. Ich weiß nicht, ob das überhaupt relevant ist, aber und ich hatte auch eine Blinddarm-OP mit 18 Jahren. Okay. Ich gehe mal davon aus, da Sie so jung waren, ging auch beides komplikationslos, oder? Das stimmt, ja. Ja, so war das. Okay, prima. Frau Breitner, sind Sie geimpft? Ich bin geimpft, ja. Haben Sie zufällig Ihren Impfpass dabei? Leider nicht. Leider nicht. Ich bin aber gerne nächstes Mal mit. Okay, prima. Ist nicht so schlimm. Wäre super, wenn, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wie sieht es denn aus mit Ihrer Periode? Bekommen Sie die noch? Bekommen Sie die regelmäßig? Ich bekomme sie noch regelmäßig, ja. Mhm. Allerdings ist mir auch aufgefallen, da wollte ich Sie mal auch fragen. Manchmal nachts werde ich wach und merke, dass ich geschwitzt habe. Und manchmal ist es sogar so, dass ich schon ein nasses T-Shirt habe. Und ich dachte, vielleicht liegt das irgendwie an den letzten Jahren. Ich weiß es nicht, ob das damit zusammenhängt. Also so ein Nachtschweiß, das kann mehrere Ursachen haben. Bevor ich Ihnen da jetzt etwas Falsches sage, würde ich gerne noch abwarten, bis wir die Untersuchungen durchgeführt haben. Das kann auch mit dem erhöhten Blutdruck zusammenhängen. Das kann allerdings auch mit den Wechseljahren zusammenhängen. Lassen Sie uns das nochmal untersuchen, okay? Okay, verstehe. Prima. Wie sieht es denn sonst aus? Wie sieht es aus mit Ihrem Appetit? Haben Sie ganz normalen Appetit zurzeit? Ja, in den letzten 2 Wochen, als mir auch so etwas übel wurde ab und zu, da habe ich auch gemerkt, dass ich etwas an Appetit verloren habe. Mhm. Haben Sie seitdem auch Gewicht verloren? Wissen Sie das? Ich glaube schon, dass ich etwas an Gewicht verloren habe, allerdings nicht so viel. Ich würde schätzen, 1 Kilo oder so maximal. Mhm. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Das nicht, nein. Okay, wunderbar. Ist Ihnen in letzter Zeit aufgefallen, dass Sie Fieber hatten oder Schüttelfrost? Nein, Fieber hatte ich auch keins. Okay. Haben Sie Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten? Ja, ich habe ab und zu mal Hautprobleme. Bei mir wurde eine Nickelallergie festgestellt vor ein paar Jahren. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich, das mag sich vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber wenn ich die braunen Pflaster benutze, habe ich das Gefühl, dass ich auch gegen die irgendwie allergisch bin, weil ich so einen Ausschlag bekomme auf der Haut. Mhm. Deswegen habe ich irgendwann einfach aufgehört, die zu benutzen. Juckt das dann auch?
Das juckt ein bisschen, ja, und wird leicht rot. Wie äußert sich die Nickelallergie? Wisst ihr das noch? Da bekomme ich auch einen Ausschlag auf der Haut. Frau Breitner, haben Sie vermehrt Stress in letzter Zeit oder irgendetwas, was Sie mental belastet? Also richtig, etwas, was mich richtig belastet, würde ich nicht sagen, aber klar habe ich auf der Arbeit etwas Stress. Das ist, glaube ich, aber normal. Okay, was machen Sie denn beruflich? Ich bin Lehrerin. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dass man da auch ab und zu Stress hat. Was für eine Schule unterrichten Sie? Auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium, sehr schön. Noch die kleineren oder schon die etwas älteren Schüler? Noch die kleineren. Okay, die sind natürlich auch wirklich noch sehr, sehr quirlig teilweise. Von ja, das stimmt. Ich da absolutes Verständnis, ja. Frau Breitner, rauchen Sie? Ich rauche leider, ja. So gleich ich dann Stress ein bisschen auf. Okay, wie viel rauchen Sie ungefähr? Manchmal ist es ein halbes Päckchen. Schon ein halbes Päckchen. Ich versuche in letzter Zeit ein bisschen weniger zu rauchen. Machen Sie das bitte. Das ist auch ganz wichtig bei dem erhöhten Blutdruck, ja? Ja. Vor allem in letzter Zeit mit diesen Schmerzen in der Brust habe ich mir das schon fest vorgenommen. Ja, das ist sehr gut. Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen, mit dem Rauchen aufzuhören, gebe ich Ihnen gerne nachher noch mal ein paar Flyer mit oder auch die Kontaktstelle von unserem Sozialdienst. Die können Ihnen da auf jeden Fall weiterhelfen, ja? Das wäre super, vielen Dank. Prima. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich mal ein Glas Wein oder selten ein Bier, aber ansonsten nicht. Okay. Frau Breitner, nehmen Sie das jetzt bitte nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, die ich jedem Patienten stellen muss. Nehmen Sie sonstige Drogen ein? Nein, das nicht. Okay. Wie sieht es denn aus in Ihrer Familie? Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen oder Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs oder auch Herzinfarkte? Ja, das gibt es. Meine Mutter ist leider während ihrer Bypass-OP verstorben an Herzinfarkt. Ja, sie war ja auch noch jung, war 55. Mein Vater hatte auch einen Herzinfarkt, der lebt noch, ist jetzt 80 geworden. Er hatte auch einen blauen Star. Entschuldigen Sie, einen grauen Star. Ich habe das schon verstanden, alles gut. Ihr Vater lebt aber noch? Er lebt noch, ja. Okay, wunderbar. Haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich keine, ich bin Einzelkind. Okay. Haben Sie denn Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, eine 25-jährige Tochter. Und ist die gesund? Die ist zum Glück gesund, ja. Lebt nicht mehr zu Hause, aber mit 25 muss es ja auch nicht mehr sein. Sie kommt uns aber regelmäßig besuchen, ist nicht so weit weg. Schön. Leben Sie mit Ihrem Mann oder Lebensgefährten zusammen? Ich lebe mit meinem Ehemann zusammen. Mit Ihrem Ehemann, alles klar. Genau. Ja, schön. Das freut mich sehr. Gut, ich habe jetzt alle Fragen gestellt. Von meiner Seite weiß ich jetzt erstmal alles, was ich wissen muss. Ich würde das gerne noch einmal kurz mit Ihnen wiederholen, möchte aber vorher von Ihnen wissen, haben Sie noch Fragen an mich gerade? So, gut. Das war's von dem Anamnesegespräch. Ich hoffe, dass alle die Notizen haben. Und bevor wir weiter mit dem Arztbrief gehen, ich möchte erst einmal über die Fachbegriffe sprechen. So. Erst einmal. Ich frage ihn. Elena, bist du da?
Ja, bin ich hier. So, weißt du, was ist hier schon mal Supination? Oder wir können in andere Art oder in andere Lexikon Supination nennen? Keine Ahnung. Liegen? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Okay. Carlos, bist du da? Ja, ich bin hier. Weißt du, wie kann man Supination nennen? Oh, ist Bauchlage oder Rückenlage? Bin ich sicher. Okay. Wir werden das nächste Mal sehen. Flexion, weißt du, Laura? Laura, bist du da? Laura Rodriguez? David Alejandro, bist du da? Also ich bin da. Ich hatte ein Problem mit meinem Computer. Ah, kein Problem. Ja. Also wie kann man Flexion nennen? Beugung? Genau, Beugung. Ah, David Alejandro, bist du da? Gut, gut. Sorry. Weißt du, wie kann man Laryngitis nennen? David Alejandro? Also, wir gehen weiter. Also, Kehlkopfentzündung. Genau, richtig. So, nächste, Carlos Alvarado, bist du da? Okay. Weißt du, wie kann man Thrombus nennen? Claudia Palacio, bist du da? Okay, weiter. Weiß jemand, wie kann... Ja, ja. Ah, okay. Weißt du, wie kann man Thrombus nennen? Was? Thrombus. Okay, jemand weiß es? Gerinnsel? Genau, richtig. Okay. Wechseljahren. Weiß jemand, was bedeutet Wechseljahren? Also Menopause. Genau, haben wir in der Fallbesprechung das gehört. Und Hitzewallungen, das hat mit Wechseljahren zu tun. Weiß jemand, was Hitzewallungen bedeutet? Jasmin, weißt du das? Dieses Gefühl, dass du warm ist und dann es geht weg und dann wieder warm und dann wieder geht. Also wellig bedeutet, sorry, ab und zu kommen und dann heiße Hitze das. Also man fühlt genau. Sich warm. Genau, das kennen wir Bochornos auf Spanisch. Miguel Cárdenas, bist du da? Kannst du das schreiben? Was bedeutet Anämie? Oder wie kann man Anämie nennen? Wir können dich nicht hören. Kannst du dein Mikrofon anschalten? Ja. Vielleicht kannst du in der Chat schreiben. Okay. Ja, fertig. Anämie bedeutet Anämie vielleicht? Ja, okay. Also das auf Deutsch? Anämie? Und wie kann man Anämie auf Deutsch? Blutarmut. Genau, richtig. Nächste, Liquor. Weiß jemand, was Liquor bedeutet? Hirnwasser.
Ja, Hirnwasser, genau, richtig. Und so. Letzter Bakterizid. Weiß jemand, wie kann man Bakterizid nennen? Nee. Miguel Carden. Ja, bist du. Carlos PG, bist du da? So. Supination war Aufwärtsdrehung, genau, haben wir gesagt. Flexion, Beugung, genau, haben wir gesagt. Und Bakterizid am letzten, kalbtötendes Mittel oder kalbtöten, wenn wir über ein Adjektiv sprechen. So, wir gehen ganz kurz zurück über die Datensammlung. Ich hoffe, dass ihr alles habt. Wir können in 10 Minuten einen Arztbrief schreiben. Hier gibt es ein Beispiel. So, nach 10 Minuten die Frage, was ihr geschrieben habt. Okay. Thank you.
Seid ihr bereit? Seid ihr fertig? Oder noch ein paar Minuten? Können wir auch gleichzeitig über die Datensammlung sprechen? Was habt ihr über den Namen, wie heißt die Patientin? Die Patientin heißt Paulina Breitner. Genau. Wie alt ist sie? Sie hat nur die Geburtsdatum gesagt, aber können wir die Älter rechnen? 57 Jahre alt. Oder wann? Also sie ist am 1. Februar 1963 geboren. 1963, genau. Was ist ihr Gewicht? Wie schwer ist sie? 67 Kilogramm. Genau, wie groß ist sie? 1,70. 70. Ja, 1,70 Meter. Genau. Was ist der Name von Ihrer Hausärztin? Habt ihr das bekommen? Dr. Scherf? Ich höre. Ja. Genau. Das bin ich mir nicht sicher. Die Frau Dr. Scherf. Ja. Das ist S-C-H-E-R-F. Scherf. Naja. Genau. Und welche sind die Symptome? Welche sind die Leitsymptome und welche sind die begleitenden Symptome? Also Leid würde so kurze Schmerzen sein, so Thorax-Schmerzen. Mhm. Und begleitende Symptome, sie hatte Übelkeit und auch Herzklopfen, aber ich weiß es nicht, wie das zu sagen, also im medizinischen Sagen. Kann man sagen, Palpitationen. Ja? Okay, Palpitationen ja. Dann. Danke. Und enge Gefühle. Genau. Was hat sie genau über die Schmerzen gesagt? Wie hat sie die Schmerzen beschrieben? Es war nicht das erste Mal, dass sie diese Schmerzen hatte. Mhm. Also es war nicht neu. Dumpft und drückende Schmerzen. Genau, dumpft und drückend, hat sie gesagt. Strahlen die Schmerzen aus? Nein, keine Ausstrahlungen. Genau. Sind sie plötzlich angefangen? Langsam. Langsam. In welchem Zustand? In welchem Zustand sind die Schmerzen angefangen? Die Schmerzen sind belastungsabhängig. Ja, bei Belastung, ja. Genau, bei welcher Aktivität? Was hat sie gemacht, wenn die Schmerzen aufgetreten sind? Laufen? Beim Laufen. Sie hat gesagt, beim Treppensteigen, dass sie etwas schwer tragen wollte. Und die Schmerzen in einer Skala von 1 bis 10, die Schmerzen sind in See und in Ruhe. In Ruhe, ja. Genau. Wie sieht es aus mit den Vorerkrankungen? Hat sie Vorerkrankungen? Arterielle Hypertonie und Niereninsuffizienz. Seit wann hat sie die Hypertonie oder Bluthochdruck? Seit 10 Jahren. Genau. Was hat sie noch? Niereninsuffizienz. Niereninsuffizienz. Und nimmt sie Medikamente dagegen? Keine. Sie kann keine Medikamente einnehmen. Genau. Welche Voroperationen hat sie? Die Mandelentfernung, ja. Und Blinddarm. Oder Appendektomie. Sie hat nicht über die OP erklärt, aber was wäre wichtig hier zu wissen über die Voroperationen?
Doch, doch, sie hat sich das erklärt. Also, hat es die Indikationen? Die hat so gesagt, ich gehe davon aus, dass sie so jung war und keine Komplikationen waren. Sie hat etwas so gesagt. Was hat sie über die gynäkologische Anamnese gesagt? Dass sie bekommen es noch regelmäßig. Sie hat etwas noch gesagt, aber ich habe das nicht geschrieben. Genau, da hat etwas irgendwelche Symptome gesagt, da hat sie... Also diese Hitzewelle, oder? Genau. Ja. Was ist denn mit der vegetativen Anamnese? Hat sie Appetit überhaupt oder hat sie zu oder abgenommen in der letzten Zeit? Sie hat seit 2 Wochen Appetit verloren und sie hat abgenommen 1 Kilo ungefähr. Ja. Genau. Wie viele Tage, wie viele Wochen? 2 Wochen. Genau, richtig. Hat sie auch Übelkeit? Genau, hat sie auch erklärt, dass sie übel wird. Ich übel würde, genau. Hat sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, gegen Pflaster. Genau, was noch? Hat sie etwas über eine Allergie gegen... Nickelallergie und Pflasterallergie. Wie äußert sie das? Wie äußert die Nickelallergie? Ausschlag. Ja. Genau, das ist ein Ausschlag. Oder wie kann man in einem Arztbrief Ausschlag nennen? Erythem. Erythem, ja. Genau, richtig. Genau. Was ist denn mit der sozialen Anamnese? Was macht sie beruflich? Sie ist Lehrerin als Beruf an einem Gymnasium. Genau, richtig. Raucht sie? Trinkt sie Alkohol? Was hat sie gesagt? Ja, sie ist Raucherin und sie raucht Halbpäckchen am Tag und sie trinkt keinen Alkohol. Gelegentlich, doch, ja. Sie trinkt aber gelegentlich, doch, oder? Ja, ja. Also ja, Wein und Bier. Hatte sie ja, aber ganz seltsam hatte sie gesagt. Nimmt sie irgendwelche Drogen? Nein. Keine Drogen. Keine Drogen, genau. Und wie sieht das aus mit der Familienanamnese? Ihre Mutter ist ein Herzinfarkt gestorben. Okay. Und ihr Vater hatte einen Herzinfarkt auch, aber er lebt noch. Sie hat etwas über die Mutter gesagt. Ja, sie war gestorben im Bypass-OP. Genau, als sie 55 Jahre war. Genau, so. So haben wir alle. So, jemand wollt Ihr Arztbrief mitteilen? Was habt ihr geschrieben? Jemand Freiwilliger rein? Oder soll ich jemand wählen? Also, Jasmin? Okay. Also Frau Paulina Breitner ist eine 57-jährige Altpatientin, die sich wegen persistenten und drückende und belastungsabhängigen Thoraxschmerzen vorstellt. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen seit
Oh, ich habe dieses nicht richtig geschrieben. Ist seit eigene Woche. Ich habe das nicht gehört, seit wann bestehen wurde. Also sie, diese Schmerzen seien nach schnellerer Bewegung verstärkt oder wenn sie Anstrengungen hat. Zudem erklärt sie, dass die Schmerzen von Übelkeit und Palpitationen begleitet. Sie hat außerdem über Vorerkrankungen erzählt, ich habe Hochblutdruck geschrieben und dann, es ist Hypertonie, seit 10 Jahre alt hat, seit 10 Jahre hat und Niereninsuffizienz. Sie nimmt kein Medikament dazu. Außerdem, sie hat die Mandeln, also eine Appendektomie und hat, wie würde ich auch sagen, diese Mandeln weggenommen, also diese Fachbegriff, ich habe keine Ahnung. Also die Mandeln weggenommen. Sie hat alle Impfungen, die Periode ist regelmäßig, aber hat Symptome von Menopause. Das ist diese Hitzewellungen. Sie verteilt, dass die ihre Appetit seit 2 Wochen verloren hat und auch 1 Kilogramm verloren hat, weil sie Übelkeit hat. Ihre Stuhlgang und Wasserlassen hatte keine besonderen Probleme und auch keine Fieber. Sie hat Allergie, also Mika-Allergie und Pflasterallergie. Es bringt Erythem dazu. Sie braucht, wie heißt diese? Also ich habe aber nicht gefragt, wann hat sie angefangen zu rauchen, oder? Also wir können diese Index nicht nehmen. Also, ja, sie hat genau gesagt. Dann von die Familie Vorerkrankungen sind, dass die Mutter gestorben in einem Weißblasoperation gestorben ist wegen einem Herzinfarkt. Der Vater hatte auch ein Herzinfarkt, aber er ist nicht dazu gestorben. Sie hat keine anderen relevante Erkrankungen oder Symptome. Und dann, ich weiß es nicht mehr, was zu schreiben. Ja, gut. Ich finde das gut. Ich finde das super eigentlich. Es war nur über die Schmerzen. Du hast etwas über die 2 Wochen. Sie hat vor 2 Wochen mit den Schmerzen angefangen, aber sind sie plötzlich zugenommen oder sie haben langsam zugenommen. Okay. Und am letzten, sie hatte die Schmerzen beim Ruhezustand. Aber umsonst, das war, ich finde das gut. Jemand anders, wollt ihr über Arztbrief mitteilen? Okay. Anita, bist du da? Hallo, ich bin hier, aber Entschuldigung, ich konnte nicht alles hören. Also ich möchte hören, was die Patientin hat.
Okay, willst du noch mal die Gespräch hören? Ja, ich werde später noch mal hören, aber okay. Jetzt möchte ich. Ja, Entschuldigung. Alles kein Problem, okay dann. Daniela González, bist du da? Oh, Entschuldigung, ja, ich bin auch da, aber ich habe die erste Teil der Vortrag nicht gehört. Okay, kein Problem. David Alejandro, also, bist du da? Ja, bin ich hier. Also mein Arbeitsbrief ist noch nicht vollständig, aber kann ich das vorlesen? Das Frau Paulina Breiner ist eine 48-jährige Patientin, die sich wegen vollständiger, beeindruckender und belastungsabhängiger thorakaler Schmerzen vorstellt. Die Patientin klagte über Brustschmerzen, die ab und zu in Ruhe aufgetreten seien. Die Schmerzen kommen beim Laufen, beim Treppensteigen und wenn die Patientin schwer Sachen trage. Die Intensität der Schmerzen in einer Skala von 1 bis 10, die Patientin berichtete, die in 6. Als begleitende Symptome wurden von der Patientin Übelkeit und Palpitationen in der Nacht in Frage gekommen. Als Vorerkrankungen leidet sie unter arterieller Hypertonie seit 10 Jahren und Nierenversagen. Die Patientin nehme keine Medikamente ein. Die Patientin wurde von Tonsillektomie und Appendizektomie operiert. Und das habe ich alles geschrieben. Das konnte ich nicht mehr. Ah, super. Ich finde, das wäre sehr, sehr, sehr gut. Also ich werde euch auch mitteilen, was ich geschrieben habe. So, Frau Praline Breiner ist eine 47-jährige Patientin, die sich wegen dumpfer, drückender, plötzlich abgetretener Thoraxschmerzen ohne Ausstrahlung vorstellt. Die Patientin berichtet, dass die Beschwerden seit gestern Abend beim Sitzen bestehen würden. Die Schmerzen seien belastungsabhängig und hätten im Laufe der Zeit verschlechtert. Zudem erklärt sie, dass die Schmerzen von Nausea, Nachtschweiß und pochender Herzfrequenz begleitend seien. Also, ich würde auch euch fragen, welche Risikofaktoren die Patientin hat für diese Krankheit. Ihre Vorgeschichte, Vorerkrankungen von ihren Familien. Aha. Das Alter. Genau. Und auch die arterielle Hypertonie. Was hast du gesagt, Gabriela? Gabriela Molina? Ja, Entschuldigung, arterielle Hypertonie und Niereninsuffizienz. Ja, genau, super. Was ist die Verdachtsdiagnose bisher? Ich würde sagen, Angina Pectoris, oder? Coronal Syndrom. Genau, das klingt genau wie eine Angina Pectoris. Das können wir auch wie eine koronare Krankheit nennen, bis wir eine EKG haben oder wenn wir ein Labor haben, aber können wir auch Angina Pectoris sagen. Welche Differentialdiagnose wir haben? Carlos Alvarado, bist du da? Als Differentialdiagnose, also es ist sehr selten, aber kann auch ein Herzinfarkt sein. Genau. Was noch kann sein? Eine instabile Angina. Genau. Wegen Anatomie, was können wir sagen, wenn wir über Thoraxschmerzen sprechen? Esophagitis. Esophagitis, genau. Pleuritis. Reflux. Magenthorax. Genau, auch. Eine Costochondritis. Ja, können wir auch Costochondritis sagen. Welche Therapien ihr verschlägt? Margarita Cipana, bist du da? Ja, aber welche Therapie? Aspirin? Ja. Welche Therapien könntest du vorschlagen? Also,
Ich weiß nicht. Oder vor dem könntest du, was würdest du mit dieser Patientin vorgehen? Erst möchte ich ein EKG durchführen und dann Blutbild auch, und ich möchte gerne oder wissen, die CKMB sehen und okay. Miguel Cárdenas, was würdest du auch machen? Wie wolltest du vorgehen mit dieser Patientin? Okay. Oder welche Therapie du vorschlägst? Okay, habe ich schon immer noch, ja, okay. Okay. Laura Rodriguez, bist du da? Ja, also wenn es eine instabile Angina sein, dann würde ich erstmal ein Nitrat, so schnell wirksam Nitrat geben und eine Reperfusion machen, und danach würde ich so Labor, EKG und alles machen. Okay, gut. Jemand anders? Wollt ihr etwas sagen? Belastungstest. Eine Belastung. Ja. Herzenzyme. Okay, das ist super. Okay. Jetzt kurz wollen wir über die koronare Herzkrankheit hören. Nur dafür haben wir unseren Partner Aldo. Genau, also können Sie mir hören? Ja. Okay. Ja. Also gehen wir weiter. Genau, ich werde ein bisschen über koronare Krankheit sprechen. Und wir haben viele schon gesagt, aber gibt es mehr Informationen, die ich glaube wichtig sein könnte. Also ich kann nicht zu der nächsten Slide. Ah, kann ich, okay. Okay, danke. Okay, dann was ist das eigentlich? Also es ist eine Endemanifestation normalerweise von zum Beispiel Atherosklerose an der Arterien. In diesem Fall sind sie diese Koronararterien. Und was ist passiert damit, ist, dass gibt es eine Diskrepanz zwischen wie viel Sauerstoff haben wir und wie viel Sauerstoff unser Myokard also braucht. Deswegen dieser Diskrepanz, es ist wegen dieser Minderperfusion, aber normalerweise ist es nach einer Arteriosklerose. Genau, die nächste Slide bitte.
Genau, also mit Epidemiologie, was wichtig ist, ist, dass es ist mehr prävalent in Männern als in Frauen. Aber es ist, also es ist immer so, aber die Prävalenz in Frauen stieg nach den 65-Jährigen. Also wenn sie älter als 65-Jährige sind, weil sie haben keinen Schutz von den, also hormonellen Schutz sozusagen, aber es ist immer höher in Männern als in Frauen. No, nächste, danke. Also mit Symptomatika, was wichtig ist, ist das, es ist da retrosternale Schmerzen, die sind als ein Druckgefühl beschrieben. Und normalerweise strahlen diese Schmerzen in linken Arm, Hals, Unterkiefer, Oberbauch oder Rücken. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten? Wir werden es in einem Bild sehen, aber normalerweise ist es so. Und mit der Patient normalerweise hat Angst und ist also unruhig, also er ist nicht ruhig. Und gibt es diese Dyspnoe, die manifestiert sich also in Belastungs, also es ist eine belastungsabhängige Dyspnoe. Und es ist auch möglich, eine asymptomatische KHK zu haben. Es ist immer wichtig, daran zu denken. Nächste, danke. Also hier könnt ihr sehen, dass gibt es dieser also typische Bild, also die typische Schmerzlokalisation, wie ich schon gesagt habe, mit dieser Ausstrahlung zur Hals und Kiefer und linkstorakal und brachial Region. Und dann gibt es diese atypische Schmerzlokalisation, in dem auch die Schmerzen könnten in dem epigastrischen bzw. rechtsthorakal- und brachialregion ausstrahlen. Genau. Nächste bitte. Genau, was wichtig ist auch, ist, es gibt es diesen Unterschied zwischen einem stabil und instabil Angina pectoris. Und was wir messen im Moment ist, wie, also wie lange dauert dieser Zustand, also nach der Patient also in Ruhe liegt, zum Beispiel, wenn der Patient in Ruhe liegt vor ungefähr 5 oder 10 Minuten und es ist nicht mehr da, dann sprechen wir über eine stabile Angina pectoris. Aber wenn es dauert mehr als 20 Minuten, wir müssen in eine instabile Angina pectoris denken. Und auch mit Nitroglycerin, wenn der Patient hat keine, also die Schmerzen sind noch da, obwohl wir schon Nitroglycerin gegeben haben, dann es ist wahrscheinlich eine instabile Angina pectoris. Genau, nächste bitte. Okay, dann mit Diagnostik, genau, also Anamnese und körperliche Untersuchung, wie immer. Was wichtig hier ist, der EKG, wir werden also ein kurzes oder Schema sehen, aber eine Echokardiographie ist auch wichtig. Der Patient in der Notaufnahme ist, weil der Patient ist meistens also nicht in, also in dieser Notzustand sozusagen. Aber es ist auch wichtig. Und Lipidstatus, Nierenwerte, TSH und Troponin, es könnte sein entweder Troponin T oder Troponin I. Auch also Belastungs-EKG, also wir haben das darüber schon gehört, aber es ist wichtig, um eine echte also Verdachtsdiagnose zu erreichen. Genau. Genau, dann hier, also ich glaube, dass dieses Schema ist, ist die wichtigste Schema oder die wichtigste Slide von dieser Präsentation. Wenn wir eine akute Corona-Syndrom hätten, dann es ist so, dass wir müssen sehen, dieser EKG, ob gibt es eine ST-Hebung oder nicht. Wenn gibt es eine ST-Hebung, dann wir haben ein STEMI, ein
genau einstimmig mit dieser ST-Hebung. Wenn gibt es keine, wir machen diesen Troponin-Test und wenn es kommt darauf an, die Ergebnisse von diesem Test können wir sagen, ob es ist ein einstimmig oder ein instabile Angina. Dann es ist zwei Dinge, die wir wissen müssen, also die EKG und die Ergebnisse von den Troponin. Es ist am wichtigsten für diese Diagnose. Und nächste. Und also hier mit invasive Diagnostik, wir können auch eine Herzkatheteruntersuchung anbieten. Was wichtig ist, ist, dass es ist nicht nur also als Diagnostikmaßnahme, sondern auch eine therapeutische Maßnahme. Deswegen müssen wir immer denken an Patienten, die wahrscheinlich diese Revaskularisation brauchen und wir können dann es anbieten, weil es ist nicht nur der Untersuchung, sondern auch diese PCI, die, also es könnte sein, entweder mit einem Stentimplantat, wie also hier in diesem ersten Bild, oder Entschuldigung, ohne oder mit einem Stentimplantat. Es kommt darauf an, der Indikation von der Patient, aber wir müssen das nicht vergessen, dass es ist invasiv, aber es ist nicht nur Diagnostik, sondern auch therapeutisch. Nächster bitte, danke. Und mit Therapie, also dieses Thema ist sehr kompliziert, aber hier können Sie in dieser Tabelle sehen, es kommt darauf an, ob es ein akutes Corona-Syndrom ist oder eine stabile Angina. Genau, es könnte auch eine stabile Angina sein. Und mit einem akuten Corona-Syndrom immer diese Einzelbrücken, also ich glaube, es ist Mona. Es ist Morphin, Sauerstoff, Nitroglycerin und Aspirin. Genau, es ist am wichtigsten. Und hier können Sie also diese Medikamente sehen. Aber es ist ein bisschen komplizierter und ich glaube, dass es war nicht, was ich mochte hier. Also die Therapie können Sie es lesen, aber am wichtigsten ist es, wie die Unterschied erkennen zwischen einer stabile Angina, nicht stabile Angina oder ein akute Corona-Syndrom bzw. Myokardinfarkt. Genau. Und genau, wir sind am Ende. Und ich habe Ambos als Quelle benutzt. Ich empfehle es, genau. Ja, danke. Okay, das war's von unserer Seite. Alles gut. Ich hoffe, dass heute etwas gelernt, dass ihr heute etwas gelernt habt. Und wenn ihr keine Fragen habt, dann werden wir uns morgen sehen. Ja, das war Patrick Kutsch, also vielen, vielen Dank für alles. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für alles. Dann sehen wir uns morgen. Also ich schicke diesen Link aus. Ich schicke auch die Zusammenfassung in der Gruppe. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Also ich schicke euch wieder den Link von dem Video, wer das sehen möchte, also in YouTube. Und auch morgen, ich schicke euch diese Links für Google Meet. Also, dann bis morgen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.